Auf geht's in die erste Liga, Schalke. Hallo liebe Schalker, ich begrüße euch recht herzlich zum Kia Autotalk im schönen blauen Kia vom Abi. Vor dem Spiel gegen VfL Osnabrück, die beiden schlechtesten Abwehrreihen der zweiten Liga treffen aufeinander. Mit Abstand, ja. Zudem hat dann der VfL noch einen neuen Trainer, Uwe Koschinat, aber der soll uns eigentlich nicht interessieren, uns interessiert vielmehr unsere Truppe, Abi. Was meinst du? Bella, genau was du sagst. Neuer Trainer, das interessiert uns gar nicht. Also bei uns zu Hause, in unserem Stadion, bei 60.000, was interessiert uns denn da der Trainer? Ja. Der interessiert uns dann nur eins, Osnabrück wegzuhauen, aber richtig wegzuhauen. Ja. Dass die gar nicht mehr drüber nachdenken, nochmal zu sagen, dass sie vielleicht in der Liga bleiben. Die müssen wir wegputzen. Absolut. Wir müssen, das haben wir auch schon vor 2, 3, 4 Wochen gesagt haben, wir müssen mal eine Serie starten, wir müssen mal ein Spiel gewinnen, wir müssen mal dominant auf dem Platz sein, wir müssen von Anfang an hellwach sein. Ja, immer so gesagt, ich bin zwar nicht immer so ein Freund davon, solche Sachen zu erzählen, aber es geht ja nicht anders. Wir müssen Gas geben, wir spielen in der Arena und wollen auch kein Schlafwagenfußball spielen. Nein, du hast ja vollkommen recht. Das ist so. Osnabrück aus dem Stadion jagen, genau so ist es. Und so müssen wir auch die letzten drei Spiele angehen. Unbedingt. Ja, wir müssen in Rostock müssen wir was holen, egal wie. Und gegen Greuther Fürth. Und Greuther Fürth zu Hause musst du auch schlagen, dass du mindestens für die Halbserie einigermaßen abgeschnitten hast. Und das funktioniert nicht, wenn wir so spielen wie in Düsseldorf. Absolut. Ja? Absolut. Das absolut. Funktioniert sonst vollkommen nicht. Recht. Ja, wir müssen hier morgen viel besser zeigen, was los ist bei uns im Stadion. Ganz klar. Also jeder, der Trainer will sagen, ja, die sind verunsichert. Gar nicht, wir sind nicht verunsichert. Wir sind der FC Schalke 04. Ja. Da müssen wir morgen auch einen Platz zeigen. Ja, vor allen Dingen die Spieler, die morgen spielen, hoffentlich wissen die, um was es geht. Unbedingt. Es geht um viel, viel mehr als nur ein Fußballspiel. Es geht darum, dass wir die drei Punkte ganz dringend brauchen, um unten rauszukommen. Wir spielen wieder vor 60.000, aber die Bude ist wieder rappenvoll. Das ist irre. Peter, du hast vollkommen recht. Also wenn jetzt von den Spielern nicht langsam einer merkt, dass Alarm ist, ich freue mich auch vielleicht, dass der ein oder andere aus der U23 spielt. Auch wenn die Jungs nicht gut spielen, werden die auf jeden Fall kämpfen. Davon bin ich überzeugt. Das sehe ich auch und so. Das ist das Mindeste. Das Ärmel hoch und kämpfen. Genauso wenn man das nicht macht, dann hat man sowieso nichts in der zweiten Liga zu suchen. Dann soll man in die dritte Liga gehen. Genauso ist das. Nur in der dritten Liga wird auch gekämpft. Wie immer, auf jedem Platz. Fußball ist ein Kampfspiel. Und Fußball muss man ein wenig spielen. Aber in der zweiten Liga ist mehr Kampf angesagt. Ja. Und das muss man machen. Unbestritten. Also, liebe Schalker. Ja. Abi, wir können nur sagen, Glück auf, 3 Punkte. Ja, auf jeden Fall brauchen wir 3 Punkte. Und ich würde sagen, Glück auf. Ich drücke die Daumen, Peter, du auch. Ich sowieso, ja. Und wir sagen, ciao. Tschüss.